Der Maler ging durch einen Gartenschuppen und dann fiel dem eine Python auf den Kopf. Ossis können Krokodile mit der Hand fangen. Tierhaltungsklasse D, ne, 1,99 ja. fürs Kilo. Nein, dazu habe ich keinen Link in der Videobeschreibung. Über Australien gibt es ja endlos viele Stereotype und Vorurteile. Aber sind die alle wahr? Wenn die alle wahr wären, dann dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht hier in meinem kuscheligen Studio sitzen, sondern müsste draußen in der Wüste irgendwelche Kühe einfangen mit dem Lasso. Darüber reden wir heute und mit im Studio habe ich Maren. Herzlich willkommen. Hi Chris. Ja, sehr schön, dass du hier bist, Maren. Was machen wir denn heute? Du hast was vorbereitet. Genau, und zwar spielen wir heute ein Spiel. Dafür habe ich diese Karten vorbereitet. Wahr oder falsch? Es geht nämlich um Klischees in Australien. Und ich wollte auch mal gucken, wir sind beide schon lange hier, was wir dann denken, welche Klischees, welche wahr und welche falsch sind. Dafür habe ich hier diese Losbox vorbereitet, diese Trommel. Und ja, zieh doch einfach mal das erste los und dann gucken wir mal, was das erste Klischee ist. Okay, also ich darf einfach in den Power-Up hier reingreifen. Genau. Okay, was haben wir hier? So, Aussies leben fast alle auf Farmen. Okay. Ich sage, es ist falsch. Definitiv. Alles falsch, genau. Falsch. Also ich denke, auf einer Farm zu leben und so richtig Landwirt zu sein, gehört hier zur Kultur dazu, so zum Hintergrund gewissermaßen, so ist ein Teil des Selbstbildes, aber auf die meisten Leute trifft es halt überhaupt nicht zu. Nein, also es ist so, ich glaube 2021 haben 86% aller Australier in Städten gelebt. Ich meine, die Zahl spricht ja schon für sich. Absolut. Absolut. Und generell leben die Australier ja vor allen Dingen an der Küste entlang in den großen Städten. Ja. Mhm. Aber das ist halt das, was in den Filmen mal gezeigt wird. Ganz genau. Okay, machen wir direkt weiter mit Nummer 2. Sehr schön. Möchtest du mal ziehen oder soll ich weiterziehen? Ich mach ruhig weiter. Steckst du fest? Ich glaube, vielleicht soll es doch du ziehen, du hast kleinere Hände. Okay. Die Aussies wissen, wie man Party macht. Das ist für mich ganz eindeutig. Hast du? Okay, ich sage, es ist falsch. Das hast du auch falsch? Definitiv falsch. Definitiv. Warum ist das so? Möchtest du mal den Anfang machen? Also das ist natürlich nur mein persönlicher Erfahrungswert, aber ich bin ja auch schon sehr lange hier. Man weiß eigentlich nie, wer zu einer Party kommt, wann die Leute kommen, ob sie was mitbringen. Meistens nicht, vielleicht mal so ein Bring-a-Plate, das heißt, man bringt einen Teller mit für alle. Es gibt eigentlich keine Organisation, man hängt eigentlich nur in Stühlen ab und quatscht ein bisschen miteinander. Das ist halt relativ langweilig, finde ich persönlich. Also nichts mit irgendwie auf den Tischen tanzen die ganze Nacht durch und irgendwie fällt jemand in den Pool. Ja, wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, absolut. Also ich habe die gleichen Erfahrungen tatsächlich auch in Clubs und sowas gemacht. Ich weiß noch, ich war mal in einem in Melbourne, das war so langweilig, dass ich irgendwann aus Versehen meinen Drink neben die Bar gestellt habe und das Glas runtergefallen ist. Weil ich so schläfrig wurde, es war einfach nichts los. Ja, aber vielleicht hängt es auch mit der entspannten Attitüde der Australier zusammen, ne? Dass man einfach vieles ein bisschen relaxter angeht. Mhm. Und wie gesagt, es ist eine persönliche Wahrnehmung. Es kann auch sein, dass es Leute gibt, die das ganz anders erlebt haben. Ja, interessant. Sehr schön. Okay, dann lass mal weitermachen. Dann mache ich jetzt mal das nächste, damit wir nicht wieder drin stecken bleiben. Ja, das wäre nett. Greif rein, ich gucke auch nicht. So, was haben wir denn hier? Australier essen Kängurusteak und Emo-Würstchen. Okay. Ja, okay. Falsch? Ich habe auch falsch. Ja. Okay. Man merkt uns an, dass wir schon länger hier sind. Ja, man muss allerdings eine Einschränkung dazu sagen, oder? Also es werden tatsächlich Kängurusteaks verkauft. Und zwar kosten die bei Woolworths, dem größten Supermarkt, kosten die 500 Gramm, kosten $15. Das ist also ein relativ teures Steak und es gilt ja auch ein bisschen als Premium. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist so für eine ganz kleine Minderheit und vor allen Dingen für Touristen. Und der Großteil der Australier wird das nicht anrühren. Ne? Das ist einfach, der Grundgedanke ist ekelhaft und natürlich ist auch dieser Wildtier- und Schutzgedanke dahinter, dass man A, Kängurus entweder tot vom Straßenrand als Kadaver kennt, das ist dann unangenehm, aber auch, dass man dann denkt, das sind schützenswerte Tiere, die gehören nicht auf den Teller. Ja, ich habe das auch noch nie in einem Restaurant gesehen. Beziehungsweise ich habe es einmal in einem Restaurant gesehen, in Alice Springs. Aber das war ein Restaurant, da gab es dann die große Australienplatte. Da war dann ein Stück Krokodil drauf, ein Stück Känguru und irgendwie noch verschiedene andere wilde Tiere. Also das war definitiv für die Deutschen, die gerade den ersten Tag hier sind. Genau. Ich habe nämlich viel mehr australische Wildtierprodukte in Deutschland gesehen als in Australien. Mhm. Also in typischen Australien-Restaurants. Ja, das stimmt. Ja. Ich will hier wieder aktiv werden. Abracadabra. Es ist gut durchmischt. Ja, wir ziehen hier fleißig Lose, nur zu gewinnen gibt's nix. Das wäre auch so schön. Die Australier haben ein schwieriges Verhältnis zu ihren Ureinwohnern. Also ich sage, da ist auf jeden Fall was dran. Also selbstverständlich, das ist auch absolut eindeutig. Ja, in Deutschland war das ja eigentlich jetzt Jahrzehnte so, dass man eigentlich die Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg und so weiter, so die Gräueltaten der eigenen Kultur sehr gut aufgearbeitet hat. Und in Australien ist das halt nur sehr eingeschränkt der Fall. Und eigentlich hat ja auch heutzutage niemand Bock, sich damit zu beschäftigen. Na? Genau, also es ist immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema. Und es wird ab und zu mal hinter verschlossenen Türen geschimpft. Über viel Alkoholkonsum zum Beispiel Aborigines. Und
nach außen hin, so auf öffentlichen Feiern, wird dann oft öfter halt das Acknowledgement ausgesprochen, dass man halt die Ehrerweisung gegenüber den Älteren ausspricht. Aber das ist auch eher pro forma, glaube ich. Das ist wieder diese Checkbox-Mentalität. Ja. Man hakt das halt ab, okay, wir drücken mal unseren Respekt gegenüber den Ureinwohnern aus und dann machen wir weiter. Genau, das ist so nach außen hin, ne? Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun mit der Stolen Generation, dass man halt diese verlorene Generation von Aborigines hat, wo über einen langen, langen Zeitraum bis in die 1970er noch die Kinder den Aborigines weggenommen worden sind. Und das, wie gesagt, ist erst in den 70ern, wurde das langsam aufgearbeitet und da ist ja auch so eine gewisse Schuld, die man als Australier halt mit sich so rumträgt und das Gefühl der Schuld, das mögen Australier, glaube ich, nicht so gerne, ne? Ja, und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass einfach so der Berührungspunkt zwischen Mainstream Australia und Aboriginals, das ist eigentlich ein sehr schlechter, weil wie sieht man Aboriginals meistens? Oft schon irgendwie als Obdachlose oder sozial Benachteiligte oder Drogenabhängige. Und wenn du irgendwie dein ganzes Leben nur das mitkriegst, dann bilden sich halt Vorurteile. Ja, weil man auch in die Communities nicht wirklich reinkommt. Richtig. Ne? Die sind halt abgeschlossen, man darf sie oft nicht betreten, es bildet halt keinen Kontakt. Und man hat keinen Kulturaustausch so richtig. Ja. Du brauchst ja sogar oft eine Genehmigung von der Behörde, um in so eine Aboriginal Community reinzufahren. Mhm. Jetzt reicht dir das mal. Das wird spannend. Und wir haben Aussies stammen zum größten Teil von den Convicts ab. Also Convicts-Sträflinge, ne? Die Engländer, First Fleet und sowas. Genau, die damals aus Australien kamen. Mhm. Ich sag, das ist falsch. Falsch. Ja, definitiv. Ja, was kann man dazu sagen? Das war eine zahlenmäßig sehr kleine Menge einfach. Australien heute ist einfach viel, viel multikultureller. Ja, damals kamen, ich glaube, 162.000 Sträflinge an nach Sydney und in die ersten Kolonien. Und heutzutage, also die aktuellen Zahlen 2021, war das so, dass tatsächlich 30% der Australier Migrationshintergrund hatten, beziehungsweise Migranten waren. Ja. Ich habe sogar noch eine weitere Zahl. Also über 50% haben zumindest ein Elternteil, das aus dem Ausland kommt. Das heißt, so reine Aussie-Familien, das sind ja auch schon multikulturelle Familien, die sind schon tatsächlich in der Minderheit. Wobei ich auch manchmal denke, die vergessen das dann oft, ne? Dass die zweite Generation sich dann für echte Australier halten. Und was dann halt vor 2, 3 Generationen waren, dass wir dann öfters mal unter den Teppich gekehrt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss selber immer aufpassen, wenn ich darüber nachdenke, was ist typisch australisch, dann falle ich oft selber so in diesen Gedankenmuster, was ist typisch so britisch, weiß, 5 Generationen zurück und sowas, aber so ist halt heute gar nicht mehr. Ja, obwohl die dann halt auch oft sich sammeln und ein bisschen für sich bleiben, wenn ich so an einige Stadtteile denke, wo die Durchmischung nicht so ganz 100%ig stattgefunden hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Ja, das ist nur bei den Deutschen nicht so, die verteilen sich dann immer breit ist möglich, ne? Ja, genau. Damit man keine anderen Deutschen trifft. Das ist ja wirklich so. Dankeschön. So. Die Aussies liegen immer am Strand und bräunen sich. So. Ich sag, es ist falsch. Ich sag, es ist wahr. Die Aussies liegen am Strand und bräunen sich? Ja. Wenn man an so Gegenden wie die Gold Coast denkt und sowas, also da ist heute ein gesunder Tang immer noch eine große Sache. Ja, aber das sind doch absolute Minderheiten. Also wenn du dann denkst, wie wahnsinnig ernst Sonnenschutz von dem Kindergarten in der Schule genommen wird, dass die Kinder sich immer eincremen müssen und Hüte tragen müssen, dass es da wahnsinnig viel von der Regierung gesponserte Werbung gibt, dass man Hüte tragen muss, die Hautkrebsvorsorge einmal im Jahr, die hier wirklich bis zum Erbrechen gefördert wird. Ich meine, das ist auch gar nicht mehr so die Mentalität, sondern man hat eher das Bedürfnis, sich vor Sonne zu schützen, statt sich der Sonne auszusetzen. Ja, aber der Schönheitsstandard ist ja immer noch eine gebräunte Haut, auch hier. Ja, aber eher durch Spraytaint. Also wenn zum Beispiel es jetzt irgendwelche Hochzeitsfeiern gibt und die Frauen sich schön machen, dann ist es immer Spraytaint. Da geht da keiner irgendwie, liegt sich keiner an den Strand für eine Woche. Okay, vielleicht hängt es auch ein bisschen von der Gegend ab. Vielleicht bin ich zu sehr auf die Gold Coast fokussiert. Aber ich finde es jetzt ganz interessant, dass wir eine unterschiedliche Meinung haben, weil das ist nämlich auch wieder, glaube ich, was ganz Typisches bei Klischees, dass bei ganz vielen Klischees ein bisschen Wahrheit drin ist. Ja. Ne? Und dann, beziehungsweise ein wahrer Kern, aber dann von einer Perspektive betrachtet, ist das alles wieder unwahr. Ja, auf jeden Fall. Und es hängt von den eigenen Erfahrungen ab. Und ich glaube, deine Zuschauer werden das sicherlich auch teilweise ganz anders denken. Die sehen uns hier reden und denken sich so, ja, habe ich anders gelesen, erlebt, im Fernsehen geguckt oder sonst irgendwas. Also du hast auf jeden Fall recht, dass das mit der UV-Strahlung hier ernst genommen wird. Ich meine, hier sind ja sogar Solarien verboten, ne? Das, sich auf ein Solarium zu legen, das ist vielleicht irgendwie so vergleichbar, wie wenn man ihm vorschlagen würde, Batteriesäure zu trinken. Ne? Würde man einfach nie machen. Und in Deutschland ist es noch legal. Und ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade an der Küste bin, sondern ich sag mal zum Beispiel jetzt hier in Brisbane im Park und ich sehe, da bräunt sich jemand, dann weiß ich eigentlich immer, dass es ein Tourist ist. Ja, das mag schon stimmen. Ne? Das würde ja keiner in Brisbane sich in den Park auf die Wiese legen, um sich zu bräunen. Das ist auch so eine deutsche Sache, sich im Park irgendwo hinlegen. Ja, mit Walkman und mit einer Wasserflasche und einem Apfel. Und dann werden Postkarten geschrieben. Mit Walkman? Wir haben noch nicht mal 1992. Na, wie heißen die denn? Mit Kopfhörern halt. Ja, andere Generation, das stimmt. So. Mit diesen Drahtbügeln. Wir haben die nächste Sache und das ist, Aussies sind tiefenrelaxed. Und? Ja, ich sag, das ist wahr. Na, sage ich auch, dass das wahr ist. Definitiv. Bis hier es wirklich mal großen Streit gibt oder bis mal rumgemeckert wird oder bis man sich aus der Ruhe bringen lässt, da muss viel passieren. Ja,
Ja, man stresst sich eigentlich selber eher mehr als ein typischer Australier. Auch im Straßenverkehr, ja. Und generell im Berufsleben. Also das fand ich auch immer extrem angenehm und ist auch einer der Gründe, warum ich unglaublich gerne lebe, ist, dass man einfach lernt, so einen inneren Frieden anzunehmen. Ja. Und wenn es Probleme gibt, dann wird man die wahrscheinlich hier eher mit Humor nehmen und drüber lachen, anstatt irgendwie in Deutschland ein Magengeschwür von zu bekommen, ne? Ja, man nennt das ja so ein bisschen Inselmentalität und Australien ist so eine große Insel. Das stimmt. Aber es ist eine Insel. Das stimmt, ja. Ja. Wobei, Tiefenentspannung, vielleicht noch ein Wort, so psychische Erkrankungen sind aber auch hier in Australien ein großes Thema, ne? Mit Mental Health und Anxiety, also Angststörung, Depressionen ist auch sehr verbreitet. Also ist auch nicht alles Gold, was Gold glänzt. Ja, vor allen Dingen seit Corona halt, ne? Ja. Das hat das alles ja nochmal wahnsinnig in die Höhe getrieben und man kann es ja auch verstehen, es war eine sehr, sehr harte Zeit, besonders für Australien, für alle Länder dieser Welt, aber besonders für Australien, weil wir ja sehr, sehr strenge Regeln hier haben. Wobei man auch dazu wieder sagen muss, dass es hier dann, und ich glaube, es ist auch ein Unterschied zu Deutschland, da müsst ihr uns korrigieren, wenn das falsch ist, dass man hier über psychische Erkrankungen eher reden kann. Ja, ich denke schon, halt im gewissen engen Rahmen, Freunde und Familie halt. Also, aber doch auch im öffentlichen Diskurs. Ich meine, es ist nicht so wie in Amerika, wo du irgendwie, wenn du keinen Psychologen hast, nur ein halber Mensch bist. So, das stimmt. Aber das ist hier nicht so ein Stigma wie in Deutschland. Das stimmt. Ich sehe es auch häufig zum Beispiel jetzt in den sozialen Medien, dass Leute das dann zugeben und sagen, was ich für Probleme habe und sagen, wie sie das angehen. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall kein Tabuthema. Ja. 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 Okay. Möchtest du nochmal? Ja, ja. Stimmt, das ist wirklich eine scharfe Kante hier am Rand, ne? Da war irgendjemand zu aggressiv beim Bonbons rausholen. Ist ja auch eine Keksdose eigentlich. So. Falls ihr die Dose toll findet, nein, dazu habe ich keinen Link in der Videobeschreibung. So, Aussies lieben ihre Barbecues. Das ist absolut wahr. Definitiv wahr. Ja, geht man sonntags, samstags am Park vorbei, sind die ganzen öffentlichen Barbecues immer in Benutzung. Die werden immer von den Leuten gut gereinigt und gepflegt. Ne? Es gibt immer Sitzplätze dazu. Barbecues werden zu Hause gemacht, gehören zu jeder Feier dazu irgendwie. Ja. Und sind meistens relativ einfach. Nichts mit teuren eingelegten Steaks, mariniert zum Abwinken. Das stimmt. Und Tricks. Das stimmt. Sind meistens einfach nur einfache Fleischschnitte, mariniert sowieso. Eigentlich nicht, gar nicht. Ja. Vielleicht Würstchen. Ja, aber dann auch nur so Billigwürstchen nach dem Motto irgendwie Tierhaltungsklasse D, ne, 1,99 ja. fürs Kilo. Genau, ja. Und dann gibt es Zwiebeln und Toastbrot dazu. Das war's. Und dann gibt es meistens eine Barbecue-Soße und Ketchup. Ja. Jetzt auch keine teuren, irgendwie so fancy Soßen wie in Deutschland mit 40 Engländern rauchigen Chipotle, Feige Maracuja oder sowas, ne? Mhm. Also müssen wir eigentlich einfach sagen, Barbecue verrückt, aber es ist keine Barbecue-Kultur, es ist einfach was ganz Primitives, ne? Ja, so aber wichtig und Teil einfach des Treffens. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es wird Barbie abgekürzt, sollte man auch wissen. Ja, der Barbie. So, jetzt müssen wir zurückstellen. Da ist noch einiges drin hier. Ja, so viele Vorurteile, schämt euch. Australier sind notorisch unpünktlich. Oh, da wirst du sicherlich ein paar Kommentare kriegen. Oh ja. Sorry an die australischen Zuschauer. Ist schon wahr, ne? Ja, schon. Zeiten werden hier nur so ungefähr eingehalten. Ja, aber es passt wieder zum tiefenentspannten Leben, ne? Das stimmt, das stört dann keinen. Genau, und das stört ja auch keinen. Ja, es wird keiner irgendwie auch Bescheid geben. Das macht man manchmal im beruflichen Leben. Aber wenn man eine Viertelstunde zu spät kommt, dann ist das noch pünktlich sein. Und dann wird keiner jetzt irgendwie einen Wolf drum machen. Die einzige Ausnahme sind die Amazon Prime-Fahrer. Wenn da die Meldung kommt, dass er um 14 Uhr kommt, dann kommt er um 14 Uhr. Ja. Ja, wahrscheinlich wird er auch sonst entlassen. Also, ja. Naja, anderes Thema. Australier kennen keine Bürokratie. Okay. Das ist falsch. Das ist sehr falsch. Warum ist das falsch? Australien ist ein sehr bürokratisches Land. Man legt auf Regeln großen Wert. Aber das Gute ist, dass eben die Bürokratie anders als in Deutschland digitalisiert ist. Ne? Also wir haben ja hier schon seit fast 10 Jahren diese App MyGov, also Abkürzung für MyGovernment. Ne? Und da kann man ja alles drin machen. Also es ist vollkommen egal, ob ich irgendwie Steuererklärung machen will, mich mit der Krankenversicherung beschäftigen will oder Sozialhilfe beantragen, es geschieht alles online. Ich glaube, seitdem ich hier bin, 15 Jahre, war ich nur dreimal bei einer Behörde und das war immer nur, um irgendwie Kennzeichen für ein Auto abzuholen. Sonst machst du wirklich alles online und das war auch schon immer so. Genau, das muss man halt abwägen. Ne? Es ist extrem Bürokratie und es gibt auch nicht wie in Deutschland irgendwie Ausnahmen, die von der Laune des Beamten abhängen. Ja, Aber es ist halt so gut organisiert und so digital, dass es halt trotzdem convenient ist, dass man nicht irgendwie da Angst vorhaben muss. Ja. Mhm. Ja. Ja, gibt für alles ein Formular. Ein digitales Formular. Digitales Formular, genau. Definitiv. Ich muss es nochmal sagen, also in Deutschland ist ja wirklich so, dass man bei bürokratischen Dingen dann wirklich auch oft irgendwie einen Ermessensspielraum auf anderer Seite hat bei den Beamten, der einen bedient. Hier ist es eigentlich gar nicht so. Ne? Hm. Hier ist wieder eine Checkbox, Tickbox. Die Aussies lieben ihren Slang. Ich sag, das ist wahr.
Ja, das sage ich definitiv auch. Das ist wahr. Ja, ne? Ja, es gibt so viele Slangworte im Alltag, die wirklich benutzt werden. Jetzt nicht nur irgendwie für die Touristen oder irgendwie nur auf dem Land oder sowas. Ne? Im Obstladen, Mandys und Avos und Brokkoli sind die Brocks. Genau. Oder natürlich das Barbie, wir haben es schon genannt. Ja. Die ganzen Abkürzungen. Der Hubby also, für den Husband. Ja. All die Sachen, die man im Alltag auch wirklich sagt. Und auch als Migrant, der hier das australische Englisch lernt, gewöhnt man sich diese Worte an, weil die so oft verwendet werden. Ja, ist kein Fake-Slang, ist nicht nur für Besucher oder sowas. Genau, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall Stereotyp, das wahr ist. Ne? Dazu gibt es übrigens ein Video, es heißt 50 Mal australisches Englisch und Link dazu ist hier irgendwo eingeblendet und auch in der Videobeschreibung. Also das lohnt sich auch für die Leute, denke ich, zum Gucken, weil wenn man die Worte nicht kennt, hat man einfach so gar keinen Plan. Und da fällt man voll auf die Nase. Manche Sachen haben einfach keine Ahnung, was damit gemeint ist ansonsten. Ja, ne? Ja. Da fällt mir ein, haben wir schon über die Barbecues geredet? Ja, haben wir. Ja. Die Formulierung to bring a plate, das ist ja auch was ganz Faszinierendes. Das heißt ja, dass man, wenn man eine Party oder zu einer Party geht, zu einem Barbecue geht, dass man irgendwas mitbringt. Also einen Teller zum Beispiel mit, keine Ahnung, einer Beilage oder einen Teller mit Würste, bring a plate. Und mir hat mal eine Deutsche erzählt, die hat diesen Ausdruck, diesen Slang-Ausdruck nicht verstanden und die hat einfach einen leeren Teller mitgebracht. Und dachte, das ist ihr Beitrag. Und alle anderen hatten Salate und dies und das. Und sie hatten nur den Teller, um sie bei den anderen zu bedienen. So kann es gehen. Ja, das ist echt mal angewandte Peinlichkeit. Mhm. Ne? Naja. Ja, aber solche Situationen, die hatte ich auch schon sehr oft. Ne? Wenn man die Sprache nicht gut kann, dann tritt man öfters mal in ein Fettnäpfchen. Ja. Ja, und guck mal, das passt ja perfekt dazu. Das brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht weiter zu diskutieren. Australier sagen gern oft mate. Ja, da brauchen wir gar keine Schilder hochhalten. Genau, das ist definitiv wahr. Egal, ob Mann zu Mann, Frau zu Frau, auf dem Land, in der Stadt. Ja. Der mate, ne? How are you mate? Ja. How are you going mate? Das ist auf jeden Fall Teil der Kultur, der Sprachkultur. Und Teil der Kultur eben auch Mateship, also so ein gewisses Kameradentum, aber auch unter allen Australiern, nicht nur Männern und Frauen, ne? Dass man auf sich aufpasst und dass man auch so eine gewisse Beziehung zueinander hat, auch so eine ganz, ganz lockere. Ja, dass man einander hilft, aber ohne den anderen zu nerven auch, weil es gilt ja auch mind your own business, also kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ja, genau, ohne Verpflichtung auch. Ich tauche wieder ein in die Schüssel, wie hast du es genannt, Power Up. Oh, das ist jetzt interessant. Da bin ich mal gespannt, was du denkst. Ossis können Krokodile mit der Hand fangen. Da weiß ich, dass wir beide sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Ich sag nämlich, das ist absolut wahr. Ich sag, das ist falsch. Ich sag, das ist übertrieben. Und ich denke, dass deine Meinung wahrscheinlich repräsentativer ist für viele Australier und für viele Leute, die hier hinkommen nach Australien. Aber ich habe einfach sehr viel schon im Outback gemacht und viel auf Farmen gemacht, Kühe getrieben. Ich habe auch als Wissenschaftler draußen gearbeitet. Und ich habe diese harten Haudegen, die das können und die das machen, kennengelernt und weiß, es gibt sie. Es gibt diese Australier, die kein Problem damit haben, verletzten Adler am Straßenrand einzusammeln, auf den Arm zu setzen und zur nächsten Station zu fahren. Aber das gibt es auch mit den Krokodilen noch so. Es gibt es auch mit den Krokodilen. Ich meine, klar. Weil ich kenne das nur von Steve Irwin, da ist es irgendwie schiefgegangen am Ende, ne? Ja, das war aber ein Stingray. Das war der Rochen, ja, okay, ja. Aber ja, solche Typen habe ich oft genug kennengelernt und es gibt sie tatsächlich. Es gibt auch Typen, die einfach jedes Pferd reiten können. Ich meine, wir haben ja viele Rodeos in den kleinen Städten und Dörfern und es gibt einfach Leute, die lassen sich von einem Pferd nicht abwerfen und das ist einfach total faszinierend. Was das Thema Wildlife angeht, da habe ich auch noch ein Beispiel. Ich hatte mal einen Maler im Haus und der Maler ging durch einen Gartenschuppen und dann fiel dem eine Python auf den Kopf, also eine riesengroße Würgeschlange, die oben im Gebälk irgendwie vor sich hinschlief und dann runterfiel. Und die fiel dem wirklich genau auf die Schulter. Und dann hat er es geschafft, mit so einer Mahlrolle und so einer Stange diese Python in eine Mülltonne zu befördern und dann was auf den Deckel zu stellen. Ja. Also ich glaube, wir Deutschen wären da eher gerannt bis zum Horizont. Ja, da musst du aber für dich sprechen, weil ich bin ja Wildtierpflegerin und Wildtierretterin und habe schon viele Tiere gerettet. Und da war auch schon eine Baumschlange bei, viele, viele Flughunde. Ich habe Kängurus, Koalas, Possum gerettet. Und das ist schon so, dass man auch in diese Kultur hineinwachsen kann. Und dass ich da selber auch schon oft Hand anlegen musste, durfte. Gut. Man muss sich dran gewöhnen. Mhm. Ja. So. Die Aussies sind äußerst gesellig und familienfreundlich. Das finde ich einfach. Ich sag, das ist wahr. Ja, ist auf jeden Fall wahr. Dein Weiß auf dem Kopf. Ich hoffe, das ist erst zum ersten Mal auf dem Kopf. Aber ja, ihr seht die Farben. Farbkodiert, genau. Ja, Australier sind einfach wahnsinnig familienfreundlich. Also hier wird sich auch niemand ernsthaft über laute Kinder beschweren, der Öffentlichkeit oder im Restaurant oder sonst wo. Na, Familie spielt eine große Rolle. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn Kinder erwachsen sind in ihren 20ern, dass die immer noch viel mehr Zeit mit den Eltern und zu Hause verbringen als in Deutschland. Man hört auch super oft von Familien, die in mehreren Generationen Urlaub fahren. So Großeltern 60 Jahre alt, Eltern irgendwie 40 Jahre alt und Kinder 20 Jahre alt. Ja, und die ganzen Familien treffen einfach. Und das ist halt immer so die erste Zielgruppe. Und auch noch oft, denke ich, fast wichtiger als der Freundeskreis. Weil den wechselt man in Australien ja schon im Laufe des Lebens öfters. Da denkt euch, dass man halt öfters umzieht. Ja. Aber die Familie, die Kernfamilie, die ist halt immer da. Ich denke auch, die Freunde sind in Australien
ein größeres Stück unterhalb der Familie als in Deutschland. Ja. Da gibt es ein größeres Gap zwischen. Mhm. Ja. Gut, und Geselligkeit, das haben wir jetzt nicht explizit gesagt, aber Australier können Stunden einfach nur rumsitzen und labern. Ja. Da sind sie einfach glücklich, so irgendwie draußen in so einem Klappstuhl und dann den ganzen Nachmittag billige Würstchen essen. Nee, so ein Plastikstuhl, diese typischen auf einem Stück gegossenen Plastikstühle sind das doch meistens. Ich meine die Campingstühle. Ach so, ja, das natürlich auch. Die für ja. $10 vom Kmart. Genau. Die Australier fluchen gerne und viel, ist das nächste Thema. Ich sag, dass es wahr. Ich sag auch, dass es wahr ist. Ja. Schimpfen gehört dazu. Nein, ich sag, dass es falsch ist. Ich muss mich korrigieren. Okay, dann bitte du zuerst, weil das überrascht mich jetzt. Genau, ich habe im ersten Moment auch gedacht, ja, das stimmt. Weil man schon oft Leuten begegnet ist, die viel fluchen. Aber ich glaube, dass man sich an die Leute mehr erinnert. So im Alltag und ich sag mal in der Stadt und ich sag mal im Bürgerlichen und Gutbürgerlichen, da ist das eigentlich sehr verpönt. Ja. Kinder werden vor Schimpfworten auch sehr beschützt. Das stimmt. So gesehen ist es eigentlich weniger verbreitet als in Deutschland, wird mehr bestraft. Aber ich glaube, es wird aber trotzdem gemacht. Also ich folge auf YouTube so einem Dashcam-Channel, Ozzy Dashcam heißt der oder sowas. Übrigens sehr empfehlenswert, sehr lustig. Und da wird so heftig geschimpft, und das sind ja Leute, die praktisch spontan schimpfen in Situationen, wo sie im Auto sitzen, alleine sind. Da fallen echt heftige Begriffe und mitunter auch 5, 6, 7 hintereinander. Also ich glaube, die Ossis fluchen schon sehr gerne, aber es ist gesellschaftlich dann doch nicht so akzeptiert im Mainstream. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen komplexeres Thema. Da kann man, glaube ich, ganz viele Einzelbeispiele und Perspektiven sehen. Ich glaube, da werden wir uns auch nicht ganz einig. Ja. Es gibt natürlich auch die Art von Bogan, von Redneck, die irgendwie in jedem Satz 5-mal das Wort Fuck verwenden. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Dürfen wir das eigentlich jetzt sagen? Video läuft seit 10 Minuten, das ist gut. Wir dürfen es nur nicht in der ersten Minute, glaube ich, sagen, dann müssen wir es flaggen. Okay, dann ist alles gut. Ich musste ja noch an ein Pferde-Event denken. Ich war auf so einem Western-Seminar, wo wir halt mit den Pferden halt die Kühe getrieben haben und ein bisschen die Feinheiten gelernt haben. Und das war halt ein richtiges Country-Flair und halt alles Leute vom Land. Und da wurde eigentlich konstant geflucht. Hm. In so einer Umgebung ist das schon eher, würde ich sagen. Hm. Ne? Aber jetzt in der Stadt, im Alltag. Also im Zweifelsfall der Tipp, den wir vielleicht geben wollen, lieber nicht fluchen, ne? Ist immer besser. Sicher ist sicher. Aber ich glaube, das würde ich im lieben Land der Welt sagen. Ja. Ossis können alles surfen. Falsch. Ich sag, das ist falsch. Ja, du sagst, das ist falsch. Falsch. Nur wenige Ossis können surfen. Wir haben 26.000 Küstenkilometer und ich glaube so an die 7.000 Strände hier in Australien. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die konstant immer genutzt werden und dass die ganzen Menschen, die im Inland wohnen, ja auch immer surfen gehen. Und das heißt auch lange nicht, dass irgendwie die Menschen, die in den Städten wohnen, immer zum Strand dudeln. Ne? Das ist halt, Australier surfen gerne und viel. Wir haben die Strände, aber es ist nicht so, dass das irgendwie jeder kann und jeder muss. Ja. Was ich interessant fand, als ich Surfer öfters mal beobachtet habe, ist, dass das hier auch viele ältere Menschen sind. Mhm. Weil eben die Surfer-Szene hier schon 50, 60, 70 Jahre alt ist. Und entsprechend sieht man da eben nicht nur irgendwelche 20-Jährigen, sondern genauso auch 60- und 70-Jährige, die jeden Tag an den Strand gehen. Und ich habe das Gefühl, es ist leider immer noch sehr männerdominiert. Also man sieht schon Frauen beim Surfen, aber in der Regel sind es schon eher Männer, würde ich sagen. Ja, stimmt schon. Und ich glaube, das war auch eine ziemlich diskriminierende Kultur lange Zeit. Ich hatte da mal eine Doku zugesehen. Ja, ich habe auch was. Dass es damit unter relativ unentspannt zuging für australische Verhältnisse, gerade was Männer und Frauen betrifft. Ja. Oh, das ist ganz, ganz toll. Ossis sind alle schlank und sportlich. Oh, das passt ja zum Surfen. Das ist das Klischee, das in den Medien oft vermittelt wird. Ja. Erst bräunen am Strand, dann Sport. Und ich sag, das ist falsch. Falsch, ja. Genau. Ich denke, wir haben hier eine sehr zweigeteilte Gesellschaft. Wir haben einen Teil Leute, die sehr viel Sport machen, sehr sportlich sind, denen Ernährung wichtig ist, das ganze Programm halt. Aber so Mainstream Australia ist eigentlich ziemlich dick und faul, um es mal so auszudrücken. Ne? Also viele Leute machen überhaupt keinen Sport. Fast Food gibt es an jeder Ecke. Und so typische, wie heißt es hier, Lifestyle-Krankheiten wie halt Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Übergewicht sind halt sehr, sehr, sehr verbreitet. Und da schlägt sich auch in Statistiken nieder. Ich meine, 2/3 der Australier sind statistisch gesehen übergewichtig. Der Trend ist steigend und auch gerade bei Kindern ist der Trend auch noch weiter steigend. Und wie du schon gesagt hast, Fastfood breitet sich immer mehr aus und es hat sicherlich auch viel damit zu tun. Ja, ich glaube auch, dass viele Australier gar nicht mehr kochen können. Das hat ja auch damit irgendwie zu tun. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, auswärts zu essen, sich Takeaway ins Haus zu holen. Und kochen heißt dann irgendwie, eine Fertigsoße zu machen und Nudeln zu kochen. Das ist dann die hohe Kochkunst. So, schnell das nächste Thema, bevor wir zu viel rumschimpfen. Die Aussies sind sehr patriotisch. Das ist auf jeden Fall wahr. Ja, definitiv wahr. Wir sind uns einig. Ja. Also da gibt es so viele Beispiele für, dass zum Beispiel Flaggen oft gehisst werden bei jeder Gelegenheit, dass es überall die RSL-Clubs gibt in jeder Stadt, wo halt die Veteranen quasi ein Community-Center haben, was noch alles. Es gibt den Anzac Day, wo die Veteranen gefeiert werden oder beziehungsweise geehrt werden. Ne? Und der typische Aussie, also wenn man mit Australien redet, ist das schon so, dass sie auf ihr Land meistens schon sehr stolz sind. Ja.
Und ich glaube, es ist auch kulturell nicht akzeptabel, wenn man jetzt Australien pauschal kritisieren würde. Ich glaube, in Deutschland darf man sagen, oh, ich finde das so richtig scheiße, wie das in Deutschland zurzeit läuft. Das habe ich hier noch nie jemand sagen gehört. Nein. Also allenfalls, dass man mal über Politiker im Speziellen schimpft. Aber nee, was anderes wird man hier nicht hören. Und als Ausländer darf man sowas schon gar nicht sagen. Ja, das stimmt. Ja, das ist sehr, sehr richtig. Da kriegt man direkt ganz auf den Deckel. Ja. Und ich denke, also ich habe auch sehr, sehr wenig Australier bis jetzt davon reden hören, dass sie am liebsten auswandern würden. Hm. Was ich in Deutschland eigentlich regelmäßig höre. Ja, auf jeden Fall. Australier gehen eher mal für ein Jahr nach Europa. Die machen dann irgend so eine Interrail-Reise oder irgendwas oder eine organisierte Bustour und dann sind sie wieder hier. Meistens sind diese Busreisen aber nur 2 Wochen lang. Und dann werden einfach oder so. Alle Länder einmal mitgenommen. Oder so. Ein Tiki-Tour, wie die heißen. Ja, 14 Countries in 14 Days. Ja. So. Ich bin gespannt. Die Australier sind höflich, freundlich und man kommt leicht ins Gespräch. Ja, ich sag, das ist wahr. Ja. Mit einer Einschränkung. Ich sag, das ist generell wahr, auf einer oberflächlichen Ebene. Mhm. Aber sobald man versucht, echte Freundschaften zu schließen, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig und ich glaube auch fast schwieriger als in Deutschland. Korrekt, definitiv. Das ist ja das, was Kulturwissenschaftler oder Leute, die sich dafür halten, mal als Pfirsichkultur bezeichnet haben. Relativ weich außen, kommst leicht rein, schließt Bekanntschaften, aber wenn es um tiefe Freundschaften geht, hast du diesen harten Kern, wo du nicht reinkommst. Genau. Und selbst wenn du denkst, du hast dich mit Australien angefreundet und dann gibt es irgendeinen Konflikt, kann das sein, dass diese Freundschaft, wenn sie schon 10 Jahre hält, von einem Tag auf den nächsten vorbei ja. ist. Ne? Oder er zieht um und du hörst nie wieder was von ihm. Ja, genau. Das kann ja. auch gut passieren. Ja. Ja. Und in Deutschland ist ja eigentlich umgekehrt. Die Deutschen haben ja so im Alltag erstmal prinzipiell keinen Bock auf Smalltalk, ne? Mhm. Lassen auch nicht jeden Fremden an sich ran, aber wenn man dann mal in so einer Gruppe drin ist, dann ist es eigentlich schon sehr, ja, ein sehr intimes Verhältnis, ne? Mhm. Ja. Wo man über alles reden kann. Wo man sich auch sehr viel verzeiht, prinzipiell. Mhm. Mhm. Ich habe das übrigens auch aus Amerika gehört, dass das da so ist wie hier. Mhm. Dass die meisten Amerikaner eigentlich keine Freunde haben, sondern nur Bekannte. Und Familie. Und Familie natürlich, mhm. ja. Oh ja, das ist auch ein sehr, sehr kritisches Thema. Und zwar, Australier lieben die Natur. Okay. Ich sag, es ist wahr. Ich sag, es ist falsch. Oh, bin ich jetzt mal gespannt. Ich finde, dass die Naturliebe der Australier eher so theoretisch ist. Klar, man ist stolz auf sein Land, Great Barrier Reef, Strände, Regenwald und so weiter. Aber konkret nimmt man eigentlich keine Rücksicht drauf. Na, man beschwert sich darüber, ach, die Hauspreise sind so hoch, die Regierung soll mal mehr Wald zum Abholzen freigeben und mehr Grundstücke erschlossen werden und ich meine 800 Quadratmeter da habe und mein Häuschen dahin bauen kann. Oder Tiere sind toll, aber nicht bei mir im Garten, da stelle ich dann Fallen auf, um möglichst viele zu töten. Mhm. Ich denke, das ist eher so eine theoretische Wertschätzung von Natur und dann aber mit so einem Nimbyism, not in my backyard. Oder das ganze Thema Mining, ja. Viele Australier sind einfach super Fans von großen Bergbauunternehmen, auch wenn da ganze Landstriche ruiniert werden. Ja, okay, wenn man das so sieht, dann muss ich dir tatsächlich zustimmen. So habe ich das gar nicht. Ich habe es wirklich von einem ganz anderen Blickwinkel aus betrachtet. Nämlich, dass Australier einfach sehr gerne Sachen Outdoor machen und dass dieses Camping Boat Fishing, dieses CBF, dass das einfach eine sehr wichtige Rolle spielt in der Freizeitgestaltung. Hm. Und auf dieser oberflächlichen Ebene würde ich sagen, ja, die Autos lieben erstmal die Natur, aber du hast recht, sobald es darum geht, dass in ihre persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Oder ihr Geldbeutel, mhm. dann ist diese Liebe wahrscheinlich sehr schnell dann wieder vorbei. Ja, du hast aber auch recht, mit dem naturnahen Urlaub, das ist auf jeden Fall super beliebt hier. Mhm. Also gerade Campen und alles, Nationalparks und so, das sind ja schon echte Publikumsmagneten. Ja, und auch alle Bevölkerungs- und alle Altersschichten, ja. da ist einfach jeder mit dabei. Ja. Von der Großmutter bis zum Enkelkind. Wobei natürlich dann auch so ein typischer Ausflug in irgendeinen Nationalpark-Campingplatz so aussieht, dass man auch seinen Kühlschrank mitnimmt, seine Mikrowelle, seinen Fernseher und irgendwie am Ende den halben Hausstand dabei hat und eigentlich es gar nicht mehr so naturnah ist, wie es sein sollte. Haben wir nur noch 2 Stück da drin und Scherben von dem Rand hier oben. Ist gut. Oh, ich muss es vorlesen. Ja, bitte. Australier tragen oft Cowboyhüte. Da sage ich falsch. Ich sage, das ist wahr. Es ist schon richtig, dass in der Stadt selten ein Cowboyhut gesehen wird. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum du falsch getippt hast, richtig? Genau. In der Stadt sieht man das überhaupt nicht. Aber sobald man rausfährt aufs Land, und zwar Australien hat eine sehr große Landfläche, und sobald man aus den Städten rausgeht, sieht man die Cowboyhüte sehr oft. Und sie sind kulturell sehr wichtig und spielen eine Rolle. Und es ist eine wahre Wissenschaft und eine Kunst, wann man welchen Hut trägt, zu welcher Gelegenheit, welche Bedeutung ein Hut hat, welche Fauxpas es gibt, welche Hüte man nicht tragen darf. Nur ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, braune Lederhüte, wie man sie im deutschen Australienladen findet, mit am schlimmsten auf Fall noch Krokodilzähnen dran, gehören hier nicht zur Grundausstattung eines Australiers, aber so ein Akupra, sag ich mal, so ein Filzhut, ne? Mhm. Vielleicht einer aus der Linie Kukapidi mit so einem Steinchen dran, sowas sind so Sachen, oder du hast ja auch eine Akupra. Das ist auch eine Akupra, ne? Genau. Genau, ja. Mhm. Sowas sind halt schon Sachen, die man. Wobei ich das jetzt auch, findet. Den würde ich jetzt auch nicht tragen, wenn ich nicht irgendwie landwirtschaftlich wäre. Also, wenn man sowas jetzt in der Stadt sehen würde, dann wüsste man, das ist ein Farmer, der gerade hier in der Stadt was erledigt. Das würde keiner aus modischen Gründen tragen.
In der Stadt nicht, aber auf dem Land schon. Auf dem Land, ja. Aber das ist halt anders als zum Beispiel, und das war eigentlich mein Referenzpunkt, sowas wie Texas zum Beispiel in Amerika. Da werden ja diese Hüte auch von Städtern getragen, als Teil von, ja, gerade eleganter Herrenmode sozusagen. Na? Ja. So, der Eimer leert sich. Ist der vorletzte oder letzte? Der vorletzte. Okay. Die Ossis sind bei jedem Wetter hart im Nehmen. Da muss ich wirklich nachdenken. Bei jedem Wetter hart im Nehmen. Okay. Ich sag wahr. Ich sag, das ist falsch. Okay. Möchtest du Begründung hören? Sehr gerne, dann kann ich dich danach in aller Ruhe widerlegen. Ich sage, wir haben ja schon geklärt, dass fast 90% der Australier in Städten leben. Ich glaube, es waren 86%. Ja. Und ich glaube, 74% der Australier arbeiten im Dienstleistungssektor. Das heißt, die Realität für die meisten Australier ist, dass man tagsüber in einem klimatisierten Büro sitzt, von morgens bis abends, und gar nicht dem Wetter ausgesetzt ist. Ne? Klar gibt es Farmer weit draußen und es gibt die Klimaextreme, wir haben sie definitiv. Aber für die meisten Menschen ist das einfach im Alltag gar nicht relevant. Und in einem warmen Raum zum Beispiel würden sich die meisten Australier sehr, sehr unwohl fühlen. Da hat man sehr wenig Toleranz. Sport findet meistens früh morgens statt. Und da hat man auch kein Problem, einfach mal 2 Stunden früher als normal aufzustehen. Oder halt abends. Und ach genau, und es gibt diese ganz kalten Tage auch gar nicht. Es gibt zwar hier kalte Tage und auch im Outback wird es ja richtig kalt, aber ich sag mal wie in Deutschland, dass man jetzt irgendwie minus 20 Grad hat. Das ist ja eher sag mal, unbekannt. Ja, okay. Also ich möchte 2 Gegenbeispiele nennen. Okay. Einmal zum Beispiel sind die Häuser hier generell fast gar nicht isoliert. Das heißt, wenn du draußen irgendwie 8 Grad hast nachts, dann sind es halt auch drinnen 8 Grad. Hm. Darüber scheinen sich Australier sehr wenig zu beschweren im Vergleich zu Deutschen, die das halt nicht gewöhnt sind. Und auch nachts ihre angenehmen, keine Ahnung, was hat man in deutschen Wohnungen? Nachts, was ist noch erlaubt? 17 Grad? Ja, also das ist ein Unterschied, würde ich sagen. Und dann bei Laufevents fällt es mir immer wieder auf. Wenn man da morgens anfängt in kalten Temperaturen, dann habe ich so lange Tights an oder irgendwas oder ein etwas dickeres Oberteil. Und die Australier alle nur kurze Hosen und Singlet und kein Stürz. Und ich friere mir einen ab, ich halte es kaum aus, so kalt ist es. Und niemand redet darüber und ich komme mir vollkommen vom anderen Planeten vor. Das stimmt auf jeden Fall. Also es stimmt auf jeden Fall, dass wenn es kalt wird, die Australier trotzdem meistens noch in kurzen Klamotten rumlaufen. Ja. Meistens aber dann trotzdem mit Winterstiefeln. Vielleicht ist das so, weil man irgendwie das ganze Leben eigentlich an Kälte schlecht angepasst ist. Man hat halt nicht den großen Winterkleiderschrank und die 3 Übergangsjacken von Jack Wolfskin oder aus dem Chibo-Laden. Ja. Man schlägt sich einfach so durch und gewöhnt sich daran, dass man halt friert. Wobei, wir müssen natürlich jetzt hier auf den Disclaimer setzen, wir sind in Queensland. In Tasmanien ist ja zum Beispiel generell kühler. Da kann das alles ganz, ganz anders aussehen. Das stimmt. Das stimmt. Können wir jetzt gar nicht so sagen. Und es gibt auch Skigebiete in Australien und so weiter und so fort. Na klar. Das muss man immer als Disclaimer sagen, dass Australien einfach wahnsinnig groß ist. Der letzte gehört dir. Der allerletzte? Okay. So, danke, Pilz. Ossis sind generell tierlieb. Okay. Kritische Frage. Aus verschiedenen Gründen habe ich sofort viele Gedanken zu. Ich sage, das ist falsch. Ich sage auch, das ist falsch. Warum? Weil man könnte erstmal sagen, dass die Ossis super tierlieb sind, denn es gibt hier wahnsinnig viele Haushalte mit Hunden und Katzen. Ich weiß die Prozentzahl nicht, aber es ist wesentlich mehr als in Deutschland. Es ist also gefühlt in jedem zweiten Garten ist mindestens ein Hund. Mhm. Aber trotzdem sind sie nicht tierlieb. Und ja, fangen wir an. Ich glaube, wir sind da sehr einer Meinung. Okay, fangen wir mal an mit den Tierschutzgesetzen, die dringend mal überholt werden müssten. Da ist einfach vieles noch sehr im Argen. Da möchte ich konkret gar nicht drauf eingehen jetzt in diesem Video, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass da echt mal was getan werden muss. Das ist Jahrzehnte hinter Deutschland, ja. Ne? Ja. Dann ist es auch so, dass Australier zwar Tiere lieben und sie sich gerne anschaffen, aber dass dann schon die Welpenschule oft zu viel ist und dass viele Hunde in ihrem Leben niemals spazieren geführt werden, nur als Beispiel jetzt als Tierart, sondern einfach nur in den Garten gesteckt werden und das war's. Das stimmt. Hunde werden oft gar nicht Gassi geführt. Ja. Stattdessen kauft man sich irgendwie für $12 einmal so einen Pooper-Scooper, um irgendwie die Hundekacke im Garten aufzusammeln, wenn man organisiert ist. Und das war's. Und da braucht man gar nicht glauben, dass auf dem Land es besser läuft. Man sagt jetzt, ja, die Border Collies auf den Farmen, denen geht's immer gut. Die sind zum großen Teil noch, entweder werden die in winzig kleinen Käfigen gehalten und dürfen 1-2 Mal am Tag raus, oder es gibt noch viel Kettenhaltung. Und ich habe selber schon miterlebt, auch mehr als einmal, dass Hunde, wenn sie dann nicht gut genug sind, ne? Du hast einen Wurf Welpen, die werden getestet an den Kühen zum Beispiel und sind nicht gut genug, dass sie dann einfach erschossen werden. Ja. Und das kann dann der gleiche Farmer sein, der sich dann über einen anderen Welpen freut und mit ihm kuschelt. Ja. Ja. Weiteres Thema auch, das ganze Thema Nutztierhaltung, also vor allem Rinder, aber auch Schweine und Hühner. Ja? Da wird ja generell viel Fleisch gegessen hier in Australien, aber so das Thema Tierschutz und artgerechte Haltung, wenn es das überhaupt gibt, das ist ja überhaupt kein Thema. Also das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es gibt ja sogar noch Legebatterien hier und wurde irgendwie gerade wieder um 10 Jahre verlängert als Übergangsphase für die Eierindustrie. Ja. Hinzu kommen, das hast du eben schon angesprochen, die ganze Industrie, ob das jetzt Bergbau ist oder auch viele Siedlungsprojekte, also Hausprojekte, Immobilien.
wenn du ein Waldgebiet hast und da ist eine Koala-Population und wir reden hier von Koalas, ich meine, das ist halt das Tier in Australien, was noch am meisten geschützt wird und am meisten gehypt wird und auch wichtig ist für den ganzen Tourismus. Mhm. Trotzdem kommt ein Immobilienhai daher, möchte da eine Siedlung hinbauen und es wird meistens dann trotzdem genehmigt, ja, muss man sagen. Und da kennen wir so viele Beispiele und oft, wenn wir solche Zeitungsartikel sehen, das frustriert einen ja so sehr, dass man sich es gar nicht mehr anschauen kann. Ja, das sind dann ja auch so Pseudogesetze, wie der Tickerbox-Mentality. Mhm. Also das wird dann genehmigt, so ein Neubaugebiet zu erschließen, irgendwie 100 Hektar abzuholzen, mhm, und dafür muss man dann irgendwie 10 Hektar in einem anderen Bundesstaat als Naturschutzgebiet erklären, wo überhaupt keine Tiere wohnen. Ja. Na, also so Offset-Geschichten und sowas, vieles Fake. Ja. Ja. Ich habe im Bergbau einmal gearbeitet und ich habe auch aus dem Grund damit aufgehört, weil kein Geld der Welt gerechtfertigt hat, welche Entscheidungen da gefällt werden, auf welchen Grundlagen und welcher Druck auf einen ausgeübt wird, wenn man halt im Bereich Umwelt dann arbeitet. Also das ist einfach nicht schön und du hörst schon meine Stimme. Ein sehr frustrierendes Thema. Ja. Und da denke ich, da muss einfach noch viel passieren. Ne? Ja. Aber man muss natürlich auch wieder den Disclaimer setzen. Es gibt viele Australier, die lieben ihre Tiere, die passen gut drauf auf. Generell werden Tiere schon als was Positives wahrgenommen. Ja, also wollen wir sagen, Australier halten sich für tierlieb, aber dann hapert es mit der Umsetzung. Ja, ich möchte aber jetzt noch was sagen. Und wahrscheinlich sind da nicht alle mit einverstanden. Aber in Deutschland ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Denn wenn du jetzt mal dran denkst, wie die Pferde in Deutschland zum Beispiel gehalten werden, ja, dass der Standard in Deutschland eine Boxenhaltung ist und dass es einfach Pferde gibt, die den ganzen Tag in der Box stehen und vielleicht mal eine Stunde pro Tag rauskommen, dann sind das Sachen, wo ich sagen muss, das würden die Deutschen vielleicht auch nicht so wahrnehmen, dass das nicht artgerecht ist, weil man einfach so dran gewöhnt ist. Ja, ne? Ja. Da muss man einfach stark differenzieren. Und in Australien leben die Pferde, also Boxen gibt es sehr wenig, leben meistens freier auf den Weiden. Und das wiederum läuft dann sehr gut. Ja. Ich käme auch kaum jemand auf eine Idee, ein Pferd irgendwie eine Box zu sperren. Ja? Ja. Also denn in der Rennpferdehaltung, wo die Boxen allerdings sehr, sehr groß und schön und hell sind. Und ich denke, so hat jedes Land so Dinge einfach, die es noch aufarbeiten muss und wo man dann unterschiedlich schnell sich vorwärts bewegt. Gutes Schlusswort. Leute, das waren unsere Vorurteile und Stereotype über Australien. Ihr seht, wir sind eine ganze Menge durchgegangen. Vieles ist wahr, aber nicht alles. Maren, ganz lieben Dank, dass du da warst heute. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und falls ihr es noch nicht wusstet, Maren hat ja auch zwei Bücher geschrieben, zwei Romane, die in Australien spielen. Unter Pseudonym sind die erschienen. Eines heißt Das Echo der Traumzeit und eins heißt Im Land der wilden Pfoten. Da packe ich mal Links dazu in die Videobeschreibung. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, nicht vergessen, Kommentar hinterlassen. Das hilft dem Algorithmus und das hilft uns dann, mehr Content zu produzieren, der euch auch interessiert. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.